Corona-Infektionen können mit plötzlichen Ohnmachtsanfällen, Krampfanfällen das erste Mal auffällig werden. Es kommt auch im Rahmen der Corona-Pandemie zu gehäuften Herzstillständen bei Menschen zu Hause. Was damit auf sich hat, hängt das an der Infektion oder hängt das auch mit den Lockdown-Maßnahmen zusammen? Das heute in meinem Video. Mein Name ist Lars Wojtycki, ich bin Chefarzt einer Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation am Hospital zum Heiligen Geist in Kempten. Das ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Düsseldorf. Dort leite ich auch eine neurowissenschaftliche Arbeitsgruppe. Hier habe ich einen YouTube-Kanal zu Neuro-Covid, zu neurologischen Aspekten der SARS-CoV-2-Pandemie. Abonnieren Sie ihn gerne. Ich werde Sie hier auf dem Laufenden halten, was es hier für wissenschaftliche Fakten zu diesem Themenbereich gibt. Ich hatte im letzten Video berichtet, wie es mit epileptischen Anfällen, das heißt Übererregbarkeit des Gehirns und Zuckungen und Bewusstseinsverlust in dieser Situation aussieht, dass es eigentlich gar nicht so häufig zu sein scheint, aber dass es doch einzelne Fallberichte gibt, die zeigen, dass es durchaus auftreten kann. Ich hatte von einem eigenen Fall aus unserer Klinik berichtet. Wie immer finden Sie die Referenzen zum Video unten. Und hier war eine Patientin ohnmächtig geworden, hatte auch dabei gezuckt. Und wir hatten geschlussfolgert, dass es sich hier gar nicht um einen epileptischen Anfall im Sinne einer neurologischen Symptomatik durch Überaktivität im Gehirn gehandelt hatte, sondern das, was wahrscheinlich das autonome Nervensystem, also das System, was Herz-Kreislauf reguliert vom Gehirn aus und durch die Peripherie des Körpers geht, eine Dysregulation hatte und die Patientin so zusammengeklappt war. Deswegen möchte ich heute nochmal etwas vertiefen, was es Neues seitdem gab, zu der Frage, wie oft tritt es eigentlich auf, dass man plötzlich zusammensitzt, dass man ohnmächtig wird aus Seiten des Nervensystems oder auch von Seiten des Herzens. Nebenbei werde ich einige Referenzen nochmal anfügen, die zeigen, dass es auch Neues gibt oder immer mehr Fallberichte gibt, dass auch epileptische Anfälle immer mal wieder auftreten. Und auch hier gibt es neue Informationen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, die füge ich unten an. Aber ich möchte mich so ein bisschen von der elektrischen Überaktivität des Gehirns, also von der eigentlichen Epilepsie, heute wegbewegen und mich um diese Ohnmachtsanfälle kümmern, um das, was wir auch Synkopen nennen und was ein Grenzgebiet zwischen Neurologie und innere Medizin und Kardiologie ist. Denn hier gibt es doch sehr interessante Neuigkeiten über die Relevanz dieses Symptoms Ohnmacht als erstes Symptom einer Coronavirus-Infektion. Es gibt eine Veröffentlichung in Annals of Emergency Medicine, welche kürzlich rausgekommen ist aus New York. Und hier wurde ein Register ausgewertet von einem großen Krankenhausverband mit 5 Krankenhäusern, die insgesamt über 1000 Krankenhausbetten betreiben. Und zwar ab Ende März wurden hier Daten zusammengetragen, und zwar über fast 2000 Patienten, wovon 163 Patienten positiv mit SARS-CoV-2 getestet worden waren. Und man hat hier ungefähr 102 Patienten eingeschlossen in ihre Analyse und hat gefunden, dass der Hauptgrund, warum die Patienten ins Krankenhaus kamen, tatsächlich eine Synkope, also eine Ohnmacht oder eine beinahe Ohnmacht oder ein Sturzereignis gewesen war. Und zwar 24% der Patienten. Fieber oder Atembeschwerden war gar nicht der häufigste Grund gewesen und war erst der zweithäufigste Grund bei diesen Patienten. Die Beobachtung aus unserem Krankenhaus und unserer Fallgeschichte wird hier also ganz klar unterstützt aus New York, wo gezeigt wird, dass eine Vielzahl der Patienten zuerst durch eine Ohnmachtsattacke auffällig werden und erst dann die typischen Corona-Atemwegssymptome entwickeln. Diesbezüglich gibt es noch weitere erstaunliche Beobachtungen. Es gibt in Lancet Public Health eine Publikation
von den Kollegen aus Paris. Und im Vorfeld gab es auch schon eine hochrangige Publikation im New England Journal über die italienischen Patienten, wo berichtet wird, dass ein starker Anstieg von Herzstillständen im häuslichen Umfeld beobachtet worden war. In Paris kam es sogar zur Verdopplung von Meldungen von Herzstillständen. Und zwar in der letzten Zeit, im Jahr 2020, im Vergleich zu den Vorjahren. Hängt das jetzt mit einer Corona-Infektion zusammen? Nun, es kann gemutmaßt werden, dass das Auftreten von Herzstillständen zu Hause durch eine Unterversorgung auch auftreten kann, weil Patienten, die herzkrank sind, nicht ins Krankenhaus gegangen sind aufgrund des Lockdowns. Es kann aber auch sein, dass Infektionen mit dem Coronavirus nicht nur Ohnmachtsanfälle, wie ich eben dargestellt habe, sondern auch Herzstillstände mit verursachen kann. Und hierfür gibt es leider einige Belege, dass da etwas dran sein kann. Und zwar zeigte die Studie aus dem New England Journal aus Italien, dass der Anstieg der Corona-Fälle gleich lief mit dem Anstieg der Herzstillstände, die beobachtet worden waren. Außerdem fand man in Italien, dass 77% von den Patienten, die den plötzlichen Herzstillstand zu Hause hatten, im Zusammenhang mit einer diagnostizierten oder vermuteten Corona-Erkrankung gestanden hatte. Sodass man aus den Daten schon schlussfolgern muss, dass es mit der Infektion selbst zusammenhängt, wobei natürlich auch die Lockdown-Maßnahmen, die Tatsache, dass zu Hause der Herzstillstand auftritt und die Patienten vielleicht nicht so schnell von selbst das Krankenhaus aufgesucht haben, auch ein Faktor sein kann. Aber der Faktor, dass überhaupt diese Ohnmachtsanfälle und Herzstillstände gehäuft auftreten, scheint doch mit der Corona-Pandemie selbst zusammenzuhängen. Es werden verschiedene Pathomechanismen auch in verschiedenen anderen Publikationen diskutiert. Pathomechanismus heißt Ursache. Es kann ein Herzinfarkt gewesen sein. Ich hatte Ihnen in Vorvideos gezeigt, dass Gefäßverschlüsse, Embolien bei Corona-Patienten auftreten können aufgrund eines Gefäßbefalls des Virus und im Rahmen der Erkrankung. Es kann auch eine Herzbeutel- oder Herzmuskelentzündung eine Rolle spielen. Es kann eine immunologische Reaktion sein, die das Nervensystem wieder mit betrifft und die Steuerung vom Hirnstamm auf Herzrhythmus und Kreislaufregulation betreffen. Das hatte ich auch in einem vorigen Video mal erklärt, wie man sich vorstellen kann, wie das Virus ins Gehirn und in die Schaltkreise kommen kann, die den Kreislauf reguliert. Es wird aber auch diskutiert, dass natürlich Medikamenteneffekte zu Bewusstlosigkeits- und zu Anfällen führen kann. Ich habe unten in den Referenzen auch nochmal die neueren kleinen Fallberichte gesammelt, die über Zuckungen und andere Krampfanfälle berichten. Aber heute war mir im Wesentlichen wichtig zu zeigen, Ohnmacht kann als Erstsymptom der Corona-Erkrankung auftreten. Das kann offensichtlich auch mit schweren Herzrhythmusstörungen oder Herzinfarkten oder Herzstillständen zusammenhängen. Und dies wurde gerade in den Regionen, wo sehr viele Corona-Patienten waren, nämlich in New York und in Frankreich und in Italien, sehr gehäuft beobachtet, sodass das eine Sache ist, auf die wir ein Auge haben sollten. Und das bleibt dabei. In Zeiten von Corona, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, wenn Sie Zeichen eines Herzinfarktes, einer Ohnmacht haben, eines Schlaganfalls, rufen Sie 112. Es ist wichtig und umso wichtiger in aktueller Situation, dass Sie medizinische Versorgung aufsuchen. Ich wünsche Ihnen über Pfingsten, bleiben Sie gesund und bleiben Sie informiert, und ich melde mich nächste Woche nochmal wieder.